Hallo meine lieben Schnitzelchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Yandere Simulator. Ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß beim Zuschauen. Wir haben die letzte Woche und den letzten Rival erreicht und ich würde sagen, wir splitten die Folge in zwei. Einmal schauen wir uns an, was passiert, wenn wir sie töten, und einmal schauen wir uns an, was passiert, wenn wir sie nicht töten. Wir starten auch direkt. Ich habe auch schon eine Idee, wie genau ich sie töten werde. Liebe Sonoko, bitte komm mich doch hinter der Schule besuchen. Ich habe einen Kuchen für dich gebacken. Deine Gottkönigin, Tora. Sie ist wahrscheinlich der gefährlichste Gegner, den ich jemals hatte. Oh nein! Ich glaube, sie hat sich ernsthaft verletzt. Eieiei. Was machen wir denn nun, um ihr zu helfen? Oh, ich habe da auch schon so eine Idee. Ich denke, wir nehmen uns das hier einfach mal. So. Fantastisch. Ich würde sagen, wir stecken das hier wieder rein und dann räumen wir einfach mal ein bisschen hier auf. Das geht ja so nicht. Wir können ja unsere Schule nicht einfach schmutzig hinterlassen. Was wären wir denn nur für eine Ehrenschülerin und Vertrauensschülerin, wenn wir das tun würden? Ja, das packen wir da einfach rein. Das sieht richtig aus. Das machen wir zu. Und die bringen wir auch mal besser dahin zurück, wo wir sie hergeholt haben. Nicht, dass sie noch jemand vermisst. Uiuiui, da klebte noch ein bisschen Marmelade. Aber jetzt haben wir sie beseitigt. Ach, endlich ist alles wieder sauber und ordentlich. Suchst du deine Praktikantin? Ich denke, die wird gleich auftauchen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr nichts Schlimmes widerfahren ist. Da gebe ich dir mein Ehrenwort. Versprochen ist versprochen. The past 11 weeks have challenged me in every way possible. Die letzten 11 Wochen haben mich in jeglicher Art und Weise gefordert. But despite everything, I've still managed to defeat every one of my adversaries. Aber dennoch, trotz all den Hindernissen habe ich es geschafft, all meine Rivalinnen auszuschalten. These experiences have made me stronger, braver. Und diese Erfahrungen haben mich viel stärker gemacht und mutiger. Denn was dich nicht killt, killt andere Leute. Man kennt es. I think I finally found the courage to talk to him. Ich denke, ich habe endlich den Mut gefunden, um mit ihm zu sprechen. To tell him how I feel. Und ihm zu sagen, wie ich mich fühle. When I confess my feelings to him, it has to be special.
It has to be perfect. Wenn ich ihm meine Gefühle gestehe, dann muss es etwas Besonderes sein. Es muss einfach perfekt sein. I don't believe in the myth about the cherry tree behind the school. Ich glaube nicht an den Mythos über den Kirschblütenbaum hinter der Schule. But I can't think of any place more appropriate for my confession. Aber ich kann dennoch nicht über einen besseren und geeigneteren Ort nachdenken als diesen. Today. I'm going to tell him today. Heute werde ich es ihm sagen. Senpai, please accept my feelings. Senpai, bitte erwidere meine Gefühle. Muss er. Er hat keine andere Wahl. It's happening. It's really happening. Today is the day. The day I finally tell him how I feel. It's taken so long. But now I'm ready. I'm ready to... Stop right there, Ryoba Aishi. What? It's you. You are under arrest on suspicion of the murder of Sumire Satozaki 11 weeks ago. And your connection to at least one other person's disappearance. Hallo? Please, there must be some mistake. I had nothing to do with... Oh, no. Es gibt keine You're Beweise! You're not going to sweet-talk your way out of this one. Your innocent schoolgirl act won't save you this time. What evidence do you even have? I've been questioning your classmates over the past couple of months. They've noticed a pattern in your behavior. That boy over there. The one under the tree. You've shown a keen interest in any girl who developed feelings for him. And some of those girls have gone missing. Nein. How convenient for you. What's happening here is obvious. You're eliminating any girl who tries to take that boy away from you. And Sumire was your first victim. No! I would never hurt anyone! I swear! I'm innocent! You have to believe me! Save it for the church. Kann dieses Gesicht lügen? Cover, boys. Und nur? Und nur? Haben wir es verkackt, oder, Take that!
ist auch gar nicht verdächtig. Das ist das Gesicht einer unschuldigen Person. Okay, wir haben C bekommen. Ja, C ist nicht wirklich gut. C ist aber auch nicht wirklich schlecht, oder? Oder ist C die schlechteste Bewertung, die man bekommen kann? Ich weiß es nicht. Du hast sehr viele Dinge umgangen, die dich haben schuldig wirken lassen. Aber dennoch wurde dein Ruf beschädigt. Ist doch egal, was ist jetzt mit mir und Senpai? A murderous schoolgirl who kills in the name of love. It was a novel concept. Ein mordlustiges Schulmädchen, das andere im Namen der Liebe tötet. Das wäre schon ein Konzept für ein Buch. Newspapers realized it would get sales. TV stations realized it would boost ratings. Zeitungen haben bemerkt, dass es die Verkaufszahlen steigern würde. Und das Fernsehen hat bemerkt, dass es die Einschaltquoten erhöht. It didn't take long for the news of my murder trial to spread across the entire nation. Es dauerte nicht lange, bis die Neuigkeiten sich überall verbreitet haben. I've never seen an event get that much coverage before. It was a real media circus. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Vorfall so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Es war ein richtiger Medienrummel. And now, everyone in the country knows my name and face. Wir sind berühmt. Jetzt mag uns Senpai auch, oder? Jetzt sind wir auch in jeder Zeitung. Und nun kennt jeder im Land meinen Namen und mein Gesicht. Even worse, they all know how I feel about my Senpai. Und viel schlimmer, sie wissen alle, welche Gefühle ich für Senpai habe. This is my worst nightmare. I didn't want him to learn about me like this. Mein Gott, das ist mein schlimmster Albtraum. Ich wollte nicht, dass er herausfindet, wie ich wirklich bin. I wanted our first meeting to be special. Perfect. Exactly like in my dreams. Ich wollte, dass unser erstes Treffen perfekt wird. Und genauso wie in meinen Träumen. But now, that can never happen. Aber nun kann das niemals passieren. He'll never be able to see me as a cute underclassman who has a crush on him. Er wird mich niemals als seine süße Kohai sehen, die sich in ihn verliebt hat. He'll only be able to see me as that girl who was accused of murder on national TV. Er wird mich immer nur als das Mädchen betrachten, das wegen Mord beschuldigt und im Fernsehen gelandet ist. If I confess my love to him now, I doubt he'll want anything to do with me. Naja, wir haben jetzt in 11 Wochen gelernt, dass Senpai auf absolut jedes Mädchen steht. Auf absolut jeden Typ und jede Art von Mädchen. Also eigentlich ist doch scheißegal, oder? Der nimmt doch jeden, den er kriegen kann. Wenn ich ihm meine Gefühle jetzt gestehe, wird er nie wieder was mit mir zu tun haben wollen. Even though I was declared innocent, there will always be doubts in his mind. Auch wenn ich als unschuldig deklariert wurde, werden immer Zweifel in seinem Verstand bleiben. That stupid journalist ruined absolutely everything. Dieser dumme Journalist hat alles ruiniert. There's nothing I want more than to rip his heart out and shove it down his throat. Es gibt nichts mehr, was ich lieber tun würde, als sein Herz rauszureißen und es ihm in die Kehle zu stopfen. But spilling any blood right now would only attract more attention. Aber wenn ich jetzt noch mehr Blut vergieße, wird das nur mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen. There are too many eyes on me right now. I have to lay low for a while. Es gibt so viele Augen, die gerade auf mich gerichtet sind. Ich sollte mich mal für eine Weile zur Ruhe setzen. Revenge isn't an option at this point in time. But I'll never forget what that man did. Rache ist in diesem Moment keine Option, aber ich werde niemals vergessen, was dieser Mann getan hat. I won't be able to have a romantic confession underneath a cherry tree. Ich werde niemals dazu in der Lage sein, jemandem meine Gefühle unter dem Kirschblütenbaum zu gestehen. But this isn't over yet. I still have one option remaining. My last resort. Aber das ist noch nicht vorüber. Ich habe immer noch eine Option, die mir übrig bleibt. Meine letzte Zuflucht. It's unfortunate that things turned out like this, but I was left with no other choice. I would have been crushed if he rejected me. So, I had to take away the option.
Our relationship might be awkward for a little while, but we'll get through it together. After all, I know all of his likes and dislikes. I'm sure he'll warm up to me soon. There's a part of me that wonders, what was the point of all the hard work I just did if I was just going to kidnap him in the end? But despite the way things turned out, I don't think the past 11 weeks were a waste at all. I learned so many new things and gained so many new skills. I'm sure I'll be able to find a way to put all of my knowledge and talents to good use. And one day, I can pass down everything I know to my son or daughter. Alles klar? There's still so much to look forward to. Ja, mein Senpai ist da. Ihm geht's soweit gesundheitlich sehr gut, würde ich sagen, sowohl mental als auch körperlich. Ja, was kann man noch sagen? Mensch, das war doch mal ein schönes Happy Ending, oder? Ist doch alles gut. Wir haben sehr viel gelernt. Wir haben neue Freunde gefunden. Wir hatten total viel Spaß. Und Senpai ist endlich unser Senpai. Und es macht absolut gar keinen Sinn, dass wir sein Kohai sind, weil wir offensichtlich eigentlich genau in der gleichen Klassenstufe sind. Aber das ignorieren wir einfach. Ja, Mensch, ich würde sagen, wir probieren das gleich nochmal und schauen uns an, was passiert, wenn wir unseren letzten Rival nicht töten. Also sehen wir uns gleich wieder. Okay, das ist interessant. Ich musste das Spiel übrigens nochmal von vorne starten, weil es nicht zugelassen hat, dass ich einen Spielstand lade. Ja, und ich habe dieses Mal eigentlich alles so getan, wie es das Spiel wollte. Und ich wurde von keinem erwischt, sage ich mal. Es hat nur eine Kamera gesehen, wie ich gelacht habe, aber das ist ja jetzt kein wirklicher Beweis. Bin ich doch ein bisschen überrascht, dass ich nur B bekommen habe, aber ja gut, dann soll es so sein. Ich würde sagen, dann schauen wir uns doch einmal das nächste Ende an. Okay, das ist einfach genau das gleiche Ende, obwohl wir eine Note besser sind. Also es hat im Prinzip keinen Unterschied gemacht. Ich weiß auch nicht genau, wie man bessere Enden freischaltet. Das werde ich aber demnächst herausfinden. Und ich werde eine Extra-Folge für euch rausbringen, indem ihr nochmal das beste Ende seht, was ihr sehen könnt. Ich würde aber sagen, das war's soweit mit Yandere Simulator. Und ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. Mir hat das Spiel überraschenderweise sehr viel Spaß gemacht. Klar hat das Spiel, wie es vorher auch schon hatte, viele Makel und viele Dinge, die verbessert werden können. Viele Dinge, die einfach keinen Sinn machen und viele Dinge, die einfach fehlen. Aber das Spiel ist kostenlos. Ich hatte, wie gesagt, total viel Spaß beim Spielen. Wenn ihr das Spiel selber spielen wollt, werde ich euch einen Link in der Infobeschreibung reinpacken. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten, was auch immer ich so bringen werde. Dann bis zum nächsten Mal, meine lieben Schnitzelchen. But oh, the
Senpai, I'm back from the store. I made sure to buy all of your favorite... Senpai? Senpai! No, no, no. This can't be happening. Senpai! Senpai! Where are you? Oh, no, no, no. Why would you leave me? I thought we were making progress. I thought you were finally starting to... Wait. What? A letter? Dear Ryobaishi, we have taken your senpai out for some fresh air. We have no intention of harming him. We will return him to you, but first, you must pass a test. Come to the row of abandoned warehouses outside of town. We will be in warehouse 8079. Bring whatever you want with you, but come alone. You have 1 hour. Signed, Saisho Psycho, CEO and founder of Psycho Corp.